halb acht und ich starte in den Tag ganz locker und ruhig, weil ich keinen Stress mag. Schule fuckt schon ab, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Doch ein Leben ohne Perspektiven trägt keinen Sinn. Laufe weiter geradeaus mit den Headphones. Jeder will ein abfucken, doch ich will keinen Stress, Homes. Zieh dich um. Die Gesichter hängen am Smartphone. So geht ganz schnell wie diese Person mal ein Tag um. Wo das hinführt, weiß keiner so genau. Das klären Wissenschaftler auf, die sind ja mega schlau. Ich für mein Teil konzentriere mich auf Hip-Hop. Schreibe weiter meine Texte, bis ich einen Hit drop. Ob es zutrifft, sei mal so dahingestellt. Doch beim Schreiben vergisst man diese triste Welt. Es ist krass, wie sich alles so verändert hat. Die Geisterstunde beginnt nicht mehr ab Mitternacht. Wir könnten Berge verschieben, doch wir bleiben einfach stehen. Doch wir müssen die Welt in einen Zeitraffer sehen. Wir Menschen bauen Fehler, aber ist schon okay. Wir kämpfen uns durch, sind auf einem besseren Weg. Ich bin 18 Jahre alt und dennoch nicht erwachsen. Ich bin wie ein Kleinkind, ziehe öfters Faxen. Ich bin so wie ich bin und da bin ich stolz drauf. Als ob ich mir für den Fame einfach Likes kauf. Scheiß drauf, denn mein Leben spielt verrückt. Schau mir alte Fotos an und bin verblüfft, wie ich damals aussah, so fett und kugelrund. Ab heute betreibe ich Sport mit einem guten Grund. Ich bleib dabei, denn ich lass mich nicht mehr unterkriegen. Unter vielen alles geben, weitermachen, siegen. Das hier ist das echte Leben, hier gibt es kein Respawn. Entweder hochfliegen oder am Kiez schnorren. Wir könnten Berge verschieben, doch wir bleiben einfach stehen. Doch wir müssen die Welt in einen Zeitraffer sehen. Wir Menschen bauen Fehler, aber ist schon okay. Wir kämpfen uns durch, sind auf einem besseren Weg.